Hallo Leute und willkommen bei Let's Play Black Mirror 3. Wir haben gerade erst den zweiten Teil abgeschlossen und das Ende war so ein bisschen offen. Man weiß gar nicht, was ist jetzt mit Darren passiert, was ist mit dem Fluch der Gordons und leben die ganzen anderen Leute noch aus dem Schloss, wie zum Beispiel die Lady Victoria oder auch die Eleanor. Und wir werden es erfahren in Black Mirror 3. Der Teil spielt genau 7 Minuten nach den Ereignissen im zweiten Teil. Und ich denke mal, hier werden wir alles Weitere erfahren. Viel Spaß! Sie da! Was haben Sie hier verloren? Helfen Sie mir, ich werde verfolgt! Sie sind hinter mir her! Sie wollen mich umbringen! Der Orden! Die Akademie, sie ist eingestürzt! Meine Schwester und meine Mutter sind tot! Kenne ich Sie nicht irgendwoher? Das wollte ich gerade sagen. Das ist der Kerl, den wir suchen. Dieser Ami. Was? Na, was für ein Zufall. Mr. Michaels, ich verhafte Sie wegen des Verdachts, Miss Amanda Valley ermordet zu haben. Und vermutlich auch wegen Brandstiftung. Was? Nein! Constable, abführen! Inspektor, ich glaube, ich habe Sie gefunden. Shit! Ruf die Kollegen, hier ist nichts mehr zu machen. Sie hat sich doch nicht selbst... Wieso nicht? Vielleicht war ihr kalt und da hat sie sich ein bisschen angezündet. Scheiße, Mann! Sie wurde verdammt nochmal ermordet! Hab ich es nur mit Holzköpfen zu tun? Egal. Spuren werden wir wohl keine mehr finden. Es hat die ganze Nacht geregnet. Du bleibst hier und wartest auf die Kavallerie. Ich werde mich im Dorf umhören. So früh schon Bier, Herr Inspektor. Ich bin dienstlich hier, Tom. Ich weiß nicht, ehrlich. Mein Bruder Bobby ist mein Zeuge. Kennst du Amanda Valley? Leider ja. Der schuld ich noch Kohle. Lass stecken und kauf ihr einen Kranz dafür. Ey, Kacke, wieso? Ist sie tot? Kann man so sagen. Verbrannt. Vermutlich gestern Abend zwischen 18 Uhr und Mitternacht. Wo warst du da? Hey, Inspektor, du weißt, dass ich niemanden umbringen würde. Schon gar nicht wegen ein paar lausiger Kröten. Ich war mit Bobby unterwegs in einem Vergnügungspark. Elton Towers oder so. Sind erst ziemlich spät nach Hause gekommen und dann gleich ins Bett. Weißt du, ob Miss Valley Feinde hatte? Außer den Gordons? Die Gordons? Na, ihr Bruder wurde damals von diesem Samuel aufgeschlitzt. Das war noch vor deiner Zeit hier. Seitdem hasst sie diese Sippe wie die Pest. Hast du mal ihre Wohnung gesehen? Die ist total irre, sag ich dir. Sonst noch ein Tipp? Hast du diesen Ami schon gesehen, der hier seit ein paar Tagen rumschleicht? Dem würde ich mal auf die Finger gucken. Ich glaube, der hat Dreck am Stecken. Vor ein paar Tagen hat er sich vor dem Pub mit der Valley unterhalten. Na, und mich hat er nach Einbruchswerkzeug gefragt, hä? Keine Ahnung, wie er gerade auf mich kommt. Aber das klang schon sehr verdächtig. Heilige Scheiße. Die ist wirklich noch nicht drüber weg. Was haben wir denn hier? Interessant. Aha. Darren Michaels, Biddeford, Maine, letzte Woche. Ich verwette meine Eier, dass das der Ami ist, den Tom erwähnt hat. Inspektor! Inspektor! Das Schloss brennt! Na klasse. Als ob eine verbrannte Leiche nicht schon genug wäre. Mal los! Hören Sie mir doch erstmal zu, Mann! Sie können doch nicht Los zum Auto.
mit einer glimmenden Fackel am brennenden Schloss erwischt. Wenn das nicht meine Fahrkarte aus dem Dreckskaff hier ist, dann weiß ich auch nicht. Sie haben sich also in diese Frau verliebt. Angelina. In Angelina verliebt, ohne zu wissen, dass sie ihre Schwester war. Sie hat sie nach England gelockt, nach Blackmirror Castle, in das Schloss ihrer Ahnen, um sie als Schlüssel zu benutzen für ein altes Ritual. Das habe ich doch richtig verstanden, nicht? Ja. Bitte seien Sie so nett und legen das Feuerzeug weg, in Ordnung? Sie sagten, es ging dabei um einen Fluch, Adrian? Sagen Sie es mir. Ich weiß nur, dass ich mein Blut auf ein Buch geträufelt und unverständliche Worte vorgelesen habe. Und dann, zack, schwarz um mich herum. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, sind Geräusche im Wald hinter mir, die näher kommen. Alles in allem ein Albtraum erster Güte. Wahrscheinlich hat das Ritual funktioniert und jetzt bin ich besessen von einer jahrhundertealten bösen Seele, die meinen Körper nach ihrem Willen lenkt. Sie glauben, eine zweite Seele in sich zu tragen? Oh, Adrian, das Gefühl kenne ich nur zu gut. Aber glauben Sie mir, niemand ist verflucht. Kinder glauben immer, dass sie schuld an dem sind, was die Erwachsenen erleiden. Diese Schuldgefühle haben sich in ihre Seele eingebrannt. Also, wie war es für Sie, Ihre leibliche Mutter nach all den Jahren zu treffen? Sie meinten, Sie hätten nicht viel Zeit gehabt, um mit ihr zu reden. Nein. Sie wurde von Angelina als Geisel genommen und kurz darauf starben sie dann beide. Sie sind in den Abgrund gestürzt, im Ritualraum. Im Ritualraum, genau. Und Ihre Pflegemutter in Amerika, konnten Sie sich mit ihr noch einmal aussprechen? Nein. Sie lag im Koma, bevor sie starb. Na gut. Vielleicht sollten wir die düsteren Geschichten mit den Frauen in ihrer Familie erst einmal ruhen lassen und uns nicht ganz so dunklen Dingen zuwenden. Reden wir über ihren Vater. Moment noch, Constable. Wir sind noch nicht fertig. Vielleicht könnten wir das Thema auf morgen verschieben. Wie Sie wollen. Ich will ja nicht drängeln, aber der Inspektor hat etwas Wichtiges mit Mr. Michaels zu besprechen. Und Sie wissen ja, wie der Inspektor ist. Es geht wohl um die Kaution. Ist sie ihm immer noch nicht hoch genug? Es gibt doch sowieso niemanden, der auch nur ein Penny für mich ausgeben würde. Sagen Sie das nicht. Na dann, Doc, haben Sie 5000 Pfund übrig? Naja, also... Das darf ich gar nicht, Adrian. Ich bin Ihre behandelnde Ärztin. Mr. Michaels, kommen Sie jetzt bitte. Falls Sie noch etwas zu besprechen haben, Adrian, ich bin die meiste Zeit hier. Und Zack, richten Sie dem Inspektor aus, er soll sich an die abgemachten Zeiten halten. Ich platze auch nicht rein, wenn er gerade ein Verhör führt. Ja, Ma'am. Ich sag's ihm, ganz bestimmt. Na, wie geht es deiner geschundenen Brandstifterseele? Wird sie auch schön von der lieben Frau Doktor getätschelt? Ich hoffe, du siehst jede Nacht die brennenden Gesichter der vier armen Seelen, die du auf dem Gewissen hast. Danke der Nachfrage. Weißt du was? Ich habe langsam keine Lust mehr, mich mit dir rumzuärgern. Am liebsten würde ich dich abschieben lassen. Sollen sich doch deine Landsleute deine Märchen anhören. Aber leider geht das nicht. Wenn sie ordentlich ermitteln würden, hätten sie längst Beweise für meine Märchen gefunden. Und jetzt sagt der Verbrecher mir auch noch, wie ich meinen Job zu machen habe. Constable Zack ist 2 Tage lang durch die dämliche Kanalisation gerannt. Und was hat er gefunden? Nichts! Der ach so geheimnisvolle Orden von Miss Valley. Pustekuchen. Von dem hat hier niemand etwas gehört. Die hatten einen Versammlungsraum in der Mine. Und Victoria weiß darüber auch Bescheid. Versammlungsraum? Dass ich nicht lache! Da hat Miss Valley Vorlesungen gehalten über diese verfluchte Gordon-Sippe. Und die alte Schachtel spricht nicht mehr seit dem Brand. Gordon-Sippe, alte Schachtel?
Hören Sie auf, so über meine Urgroßmutter und meine Familie herzuziehen. Deine Familie? Naja, eigentlich würdest du gut zu den Irren passen. Alter, der Alles klar. Typ ist super ätzend. Kann ich jetzt wieder in meine Zelle? Leider muss ich dich aus dem Paradies rausschmeißen. Jemand hat deine Kaution gestellt. Yeah! Wie war das? Wer? Scheint jedenfalls kein Freund von dir zu sein. Wollte anonym bleiben. Na egal, hol deine Sachen und hau ab. Aber nicht zu weit, sonst muss ich eine Fahndung ausschreiben. Wäre so ziemlich das Dümmste, was dir passieren könnte. Das glaube ich sofort. Umso besser. Dann kannst du jetzt brav deine Sachen aus deinem Apartment holen. Sehr schön. So, dieses Tippsystem gibt die zu Beginn... Ja, okay, ich glaube, das brauche ich jetzt doch nicht. Der Typ ist super ätzend, Inspektor Spooner. Und er ist wohl immer noch der gleiche und ich werde mich, also so von der Art her, ich werde mich aber daran gewöhnen müssen, Adrian zu sagen und nicht mehr Darren. Wobei mir das bestimmt das ein oder andere Mal noch passieren wird. Und es freut mich wirklich, dass zumindest die Victoria noch lebt. So, wir können gehen, wir können unsere Sachen holen, aber ich glaube, ich würde mich hier auch ganz gerne nochmal umschauen. Kalter Kaffee. Ja, okay. Ein Kopierer. Sieht im Vergleich zum restlichen Mobiliar recht modern aus. Und, wie in der anderen Polizeistation auch, ein Wasserbehälter, der zwischendurch mal vor sich hin blubbert. Kaffee wäre mir jetzt lieber. Achso, ja, ich glaube nicht, dass die dir hier noch Kaffee geben. Das Polizeiarchiv. Es gibt relativ wenig Akten, aber viele davon sind mit Gordon beschriftet. Ja gut, ich glaube, viele Verbrechen gibt es hier auch nicht unbedingt. Der hängt da bestimmt nur zur Dekoration. Bei dem Wetter hier. Die Notrufzentrale. Wie man sieht, ist sie rund um die Uhr besetzt. Und das, obwohl wahrscheinlich kein Anruf eingeht. Constable Zack scheint in Ordnung zu sein. Sehr gesetzestreu und so. Rechte Maustaste? Kann ich gar nicht hier? Was? Kann ich die wirklich gar nicht benutzen? Okay. Soviel ich weiß, gibt es hier keine Asservatenkammer. Gesammelte Indizien und Beweismittel werden in diesen Spinden aufbewahrt. Sie sind grundsätzlich verschlossen. Ja, sehr professionell, das alles mal einfach in einen so einen Spind hier zu stopfen. So, da geht es zum Dorfplatz. Wir sollen aber erst unsere Sachen holen. Aus unserem Apartment. Die Leertaste zeigt dir alle verfügbaren interaktiven Punkte einer Szene. Vielen Dank für diese Information. Matt. Mein freundlicher Mitgefangener Matt Newcastle. Einer von den Leuten, vor denen mich meine Mutter immer gewarnt hat. Hey Matt, sag mal... Was immer du von mir willst, ich scheiß drauf. Okay, ich hab nichts gesagt. Im Vergleich zu diesen Toiletten ist eine Müllhalde steril. Wenn du alle Informationen zu Gegenständen im Spiel erhalten hast, verlieren sie ihre Interaktivität. Wie zum Beispiel diese Toilette. Wäre schön, wenn die funktionieren würde. Ach so, die geht nicht mal. Das ist ja nicht so schön. Das Waschbecken. Auch genannt Ersatzklo. Was? Auf diesem Kopfkissen, in diesem unbequemen Bett, habe ich die letzten 3 Wochen geschlafen. Mittlerweile riecht es gar nicht mehr so streng. Ja, jetzt riecht es nur noch so streng wie du. Warum es in einer Zweierzelle nur einen Schrank gibt, weiß wohl nur die Polizei von Willow Creek. Aha, ein Stift. Mein Bleistift? Aber wo ist mein Tagebuch? Um Gegenstände im Inventar anzusehen oder zu benutzen, klicke mit der rechten Maustaste. Das werde ich jetzt mal hier bei diesem wunderbaren Bleistift machen. Einer der wenigen Gegenstände, die ich mit in meine Zelle nehmen durfte. Ja, schön. Wo ist das Tagebuch? Hat das der Matt? Hast du mein Tagebuch gesehen? Dein Tagebuch? Und ich dachte, es wäre das von einem Irren. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist im Ritualraum. Was ist schiefgegangen? Wie hast du meinen Spind aufbekommen? Lass das sein! Constable! Oder noch schlimmer, was, wenn nichts schiefgegangen ist? Wenn Mordred befreit wurde? Wenn er Besitz ergriffen hat von mir? Mich nach seinem Willen lenkt?
Bitte, hilf mir, irgendwer, dass ich nicht zum Mörder werde. Gib das her, du Schwein! Der wird doch gleich wieder aggro. Ich will keine Marionette von Mordred sein. Ich will, dass dieser Bastard wieder verschwindet. Zurück in die Hölle, aus der er gekommen ist. Ich bring dich um, ich mach dich fertig! Ich will kein Mörder sein. Mach, dass ich mir nicht in die Hosen scheiße. Ich hab Angst! Ey! Was ist denn mit dir los? Ach so. Hey, Scarface! Na, vergiss es, du Spinner. Au! Es war jetzt also zum Glück nur eine Vision, aber wir können uns jetzt schon denken, was heißt das denn hier? Ich weiß es gar nicht. Wir können uns jetzt schon denken, dass der Fluch nicht gebrochen ist, denn sonst hätte er seine aggressiven Visionen nicht mehr. Matt, dieser Bastard hat mein Tagebuch zerrissen. Das sind die einzigen Seiten, die ich noch retten konnte, und die meisten davon sind leer. Die meisten davon sind leer? Ich sehe ganz genau, dass da was draufsteht. Das sehe ich auch hier. Aber gut, ich glaube, ich habe alles, was wichtig ist. Hier bitte unterschreiben, dass Sie die Kautionsbestimmungen gelesen haben und darüber belehrt wurden, sich täglich bei Dr. Winterbottom zu melden. Das hier ist eine Bestätigung über Ihren Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der vorläufigen Entlassung. Aber hier kann man nur gut oder sehr gut ankreuzen. Geht es Ihnen denn schlecht? Nein. Na also, unterschreiben nicht vergessen. Hier ist Ihr Geldbeutel. Ausweis behalte ich. Was soll das denn? Und hier müssen Sie unterschreiben, dass Sie Ihr Zeug erhalten haben. Abgesehen natürlich von dem Ausweis. Sind Sie sicher, dass Sie mir bei der ganzen Unterschreiberei nicht heimlich ein Geständnis unterschrieben? Vielleicht mal das lesen? Das ist nicht erlaubt. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt, was? Oh, ich liebe seine Art. Ich glaube, ich war zu voreilig. Da fehlt ja eine halbe Million. Das hätten Sie vor dem Unterschreiben überprüfen sollen. Nachträgliche Beschwerden richten Sie bitte an die Zentrale in London. Trafalgar Square. Schon gut, schon gut. War nur ein Witz. Sind wir dann soweit? Ja, Sie können jetzt gehen, Mr. Michaels. Vielen Amen. Dank. Amen. Ach, Mr. Michaels? Gibt's noch was zu unterschreiben? Nein, ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, dass Ihr Anwalt davon ausgeht, dass Sie bald mal anrufen. Hier ist seine Visitenkarte. Dankeschön. Alles klar. Bis später, Constable. Endlich frei. Naja, relativ. Zumindest kann ich jetzt auf eigener Faust meine Unschuld beweisen. Mal sehen, was mein Anwalt von mir will. Um jemanden anzurufen, benutze dessen Visitenkarte mit einem Telefon oder der Telefonzelle. Okay, jetzt sehen wir diese ganze Szene in Willow Creek auch mal aus einer anderen Perspektive. Das hier ist der Pub, würde ich jetzt sagen, genau, Richtung Pub. Hier ist die Brücke. Und im zweiten Teil stand dieser Chili-Stand hier, da hat man das da hinten gar nicht gesehen. Schön, schön, wie heißt denn unser Anwalt, Dr. Jones? Die Visitenkarte meines Anwalts. Hätte nie gedacht, dass ich sowas mal brauchen würde. Hm. Ein Briefkasten. Nichts Besonderes. Ein Fass. Willow Creek Corner Shop steht drauf. Wow, ein Fass. Da ist der Tante Emma Laden. Ich glaube, wir gehen jetzt auch wirklich als erstes in die Telefonzelle und rufen den Anwalt an. Calling Dr. Jones. Kennt das noch einer? Dr. Jones von der Anwaltskanzlei Jones und Partner. Hallo Dr. Jones, Darren Michaels hier. Man hat gesagt, Sie wollen mich sprechen? Ah, Mr. Michaels, ja. Die Ermittlungen stagnieren. Solange keine Beweise für die gegen Sie vorgebrachten Beschuldigungen vorliegen, kann keine Anklage erhoben werden. Das ist gut.
Auf der anderen Seite wollen ihre Landsleute mit in den Ring steigen. Die amerikanische Botschaft sitzt uns im Nacken. Das ist schlecht. Und was bedeutet das konkret? Naja, dass sie noch eine ganze Weile in Willow Creek festsitzen. Inspektor Spooners Ermittlungsmethoden. Sie hatten letztens angedeutet, dass Sie damit unzufrieden sind. Ja, es kommt mir vor, als würde dieser Spooner keinen Finger mehr krümmen. Inspektor Spooner wollte so schnell wie möglich den Fall abschließen und einen Schuldigen präsentieren. Er muss Erfolge vorweisen, um wieder nach London zurückzukommen. Aber er hat sein Pulver verschossen. Jetzt hofft er, dass die Botschaft ihm den Fall abnimmt, damit er ihn nicht als Misserfolg verbuchen muss. Um die Wahrheit geht's ja scheinbar nicht. Die Wahrheit, Mr. Michaels, ist bekanntlich die Erfindung eines Lügners. Aber dass die Kaution bewilligt wurde, ist doch ein gutes Zeichen. Und dass sich jemand gefunden hat, der sie bezahlt, ist noch besser. Vielleicht sollten Sie, jetzt wo Sie wieder auf freiem Fuß sind, selbst nach Hinweisen oder Ermittlungsfehlern suchen. Am besten, Sie beschaffen sich eine Kopie Ihrer Akte. Sind Sie davon überzeugt, dass ich unschuldig bin, Dr. Jones? Aber natürlich, Mr. Michaels. Könnte ich Sie sonst vertreten? Trotzdem sollten wir uns beeilen, ein paar stichhaltige Beweise dafür zu finden. Kaution. Dieser jemand, von dem Sie behaupten, dass er es gut mit mir meint, hat die Kaution anonym gestellt. Können Sie herausfinden, wer das war? Kein Problem. Wird aber ein paar Tage dauern. Alles klar. Diese Psychositzung, wie lange muss ich die noch mitmachen? Ein paar Runden müssen Sie schon noch durchhalten. Es ist zu Ihrem Besten. Das letzte Gutachten wurde abgelehnt. Was soll das jetzt noch bringen? Vergessen Sie doch die Behörden. Schon mal dran gedacht, dass Sie die Therapie vielleicht wirklich brauchen? Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Sind wir das nicht alle? Mal ganz im Ernst, Mr. Michaels. Tun Sie was für Ihr Seelenheil. Sollte es zu einem Prozess in den Staaten kommen, können Sie mit Ihrer irren Familiengeschichte nicht bei den Geschworenen punkten. Also hören Sie auf zu verdrängen und kommen Sie endlich aus Ihrer Deckung, Mann. Da hat der Anwalt vermutlich recht. Sie meinten, ich soll mir meine Akte ansehen. Ist das denn so einfach möglich? Das hängt von dem zuständigen Inspektor ab. Aber wenn Sie sich etwas einschmeicheln, lässt er Sie vielleicht mal reinschauen. Andernfalls könnte ich auch eine Kopie anfordern und Ihnen zukommen lassen. Das dauert mir zu lange. Ich versuche selbst ranzukommen. Ja, ich glaube, das Einschmeicheln bei dem Inspektor nicht ganz so leicht wird. Dr. Jones, konnten Sie etwas zu meiner Identität herausfinden? Die Polizei hier scheint sich da keine Mühe zu geben. Ja, die Sache mit Ihrer Identität, Mr. Michaels, lässt sich im Augenblick schlecht nachweisen. Finden Sie Dokumente, Geburtsurkunden, solche Dinge. Aber vergessen Sie darüber nicht, weiterhin die Therapiesitzung wahrzunehmen. Wie auch immer. Ich melde mich wieder. Kopf hoch. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, wenn du das sagst...